Endlich geht es weiter. Gamer-Freunde, Ladies, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episoden-Horror-Runde mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Und wir spielen natürlich weiter ein Episodic Horror Fears to Fathom. Ja, ganz frisch rausgekommen. Episode 4, Ironbark Lookout. Und ja. Wie wir es jetzt sehen können, das schon angegeben ist, Episode 5 kommt bald. Aber hier würde ich jetzt mal sagen, dass es wirklich erst Anfang nächsten Jahres kommt. Denn selbst die Episode war eine Überraschung, dass die jetzt noch rausgekommen ist. Ich habe echt damit gerechnet, erst nächstes Jahr. Aber umso besser für uns Horrorfans, nicht wahr? Starten wir jetzt mal rein. Ich bin sehr gespannt, was wir denn alles in Ironbark Lookout so erleben. Ich freue mich auf eine sehr schöne Geschichte. Los geht's. Neues Spiel. Fears to Fathom, Episode 4. Ironbark Lookout. Nice. 3000 FPS. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst. Als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears to Fathom im Carsonhaus gespielt hat. Ich war das bestimmt nicht. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemandem zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Lass mal hören. Das ist ja der Wahnsinn. So viele Frames per Second. 1400, Wahnsinn. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange, dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit etc. leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu der Zeit hatte. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2-Stunden-Fahrt. Hallo Elgris, ich grüße dich. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Geschichte in Fears to Fathom. Kayla Nelson. Oh, okay. Ja, mit den Tracks geht alles in Ordnung. Hat er am Anfang angezeigt. So, jetzt sind wir auf 140 FPS zurück. Oh Mann, ich liebe diesen Look. Okay, also Punkt ist dann wieder was mit Interaktion. Zum Werfen. Ja, hier. Werfen wir hier hin. Zack. Bin ich nochmal ins Menü gekommen hier? Telefon? Hallo.
Ah, okay. Alles da, was man braucht. Oh, was ist das? Okay, ein bisschen reinzoomen können wir. Schön. Was ist das für ein Geräusch? Okay. Wie das klingt. Ich lebte ein sehr einsames Leben. Es hilft mir, den Kopf auszuschalten, die Erinnerungen in Schach zu halten. Sieg ist gut. Schon immer habe ich die freie Natur geliebt. Ja. Einfach nur von der Natur umgeben und zu sein macht mich glücklich. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Nachricht zugreifen kann. Ich muss mal im Menü gucken. Warum zeigt er das sich an? Vielleicht kommt es ja nochmal. Ah, hier sind ein paar Häuser. Oh. Soll ich hierher? Ich weiß gar nicht, ob ich hierher soll. Ich weiß es nicht. Ach, ich habe jetzt eine zweite Kanne, die für Tee ist. Ah, Kaffee und Tee. Kaffee mit Ingwer-Geschmack lässt einen... Was? Würgen? Kaffee mit Ingwer. Ja, das ist ja auch was. Moment mal kurz. Was ist das jetzt hier? Egris, heute hast du mal wieder den Auftrag, mal die Leute mal kurz auszuchecken, ob die echt sind, ja. Kann ich denn hier? Jetzt muss ich mal. Ach, Escape, mein Gott, ey. Das. So, was haben wir hier? Wir haben Nachrichten von Mitch Scott und von Kayla Nelson.
Herzlichen Glückwunsch zur Versetzung. Fühlen Sie sich bereit für den Wechsel? Wollte nur Bescheid geben, dass du zu Room 11 zugeteilt wurdest. Willkommen an Bord. Ich bin übrigens Mitch aus Ironbark. Vielen Dank. Habe schon eine Menge von Josh über dich gehört. Freue mich schon, dich persönlich kennenzulernen. Habe gerade meine ID bekommen. Deine Schicht startet am 12. Hört sich gut an, werde da sein. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Ich habe deine Papiere, du musst nur deine ID mitbringen. Josh hat mir erzählt, dass dieser Job nichts Neues für dich ist. Darf ich dich etwas fragen? Sicher. Warum hast du dich für genau diesen Job entschieden? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Ich mag einfach den Nervenkitzel oder das Fehlen eines solchen, schätze ich. Tut mir leid, ich frage das jeden, der hier anfängt zu arbeiten. Wenn die sich auf der Suche nach einer Auszeit oder der Entdeckung ihrer selbst anschließen und dann ohne Vorankündigung wieder zu gehen, sind in einem Büro wohl fehl am Platze oder irgendwie sowas. Ich bin Ironhorse erst letztes Jahr beigetreten, um ehrlich mit dir zu sein, ohne zu wissen, was mich erwartet. Jedoch ist mir das solidarische Leben. Ich persönlich halte das Stadtleben nicht aus. Ich gehöre hier einfach hin. Und ich bin mir sicher, dass ich mich an Ironbark schnell gewöhnen werde. Gut, ich hoffe, dass es dir besser als der letzten Frau ergeht. Nanu, was ist mit der passiert? Wo kann ich meinen Van parken? Also kommst du am Freitag. Du kannst dein Auto einfach hinten auf dem Schrottplatz parken, bei Tor D. Alles klar. Tor D. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da noch hinfahren muss oder. Guck mich gleich mal hier um. Ob das das hier ist. Ja, daraus habe ich gelernt und gleich zugeschlagen, dass die gleichen heute wieder im Angebot hatten. Ah, okay. Genau, stellst du dir das so hin, dass du immer weißt, das dafür und das dafür. Von da aus musst du zu Fuß weiter. Nimm den Gold Creek Trail. Und von da wird es noch ein paar Stunden bis zum Turm dauern. Verstanden, danke. Also Tor D müssen wir es mal finden. Du wirst sehr wahrscheinlich Billy am Tor begegnen. Zeig ihm einfach deine ID. So. Der neue regionale Leiter ist ein echter Arsch. Um ehrlich zu sein, wünschte ich manchmal, dass ich einen Job wie du hätte. In der Natur aufwachen ohne irgendwelche anderen Personen und einfach dafür bezahlt werden, dem Wind beim Wehen zuzuhören. Ich wünschte, es wäre so einfach, Kay. Um ehrlich zu sein, bin ich fertig mit diesem Job. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nächste Saison auch da sein werde. Hehe. Wie gesagt, du bist hier immer willkommen. Lass mich wissen, wenn du mit Josh reden musst. Warte mal, der heißt doch hier Josh, oder? Nee, Josh hat mir erzählt, das hier ist. Genau, das ist ja Mitch. Josh ist der andere. Es ist definitiv an der Zeit für eine Veränderung. Apropos Veränderung. Jack. Genau, das ist mein Name. Ironbark? Die schicken mich nach Ironbark nächsten Monat. Der bei Roseburg? Roseburg? Habe gehört, die haben größere Kabinen für Mitarbeiter und weniger Camper. Ruf mich. Bin mit Dad, aber werde dich zurückrufen. Wie sieht es aus? Achso, nee, warte mal, das ist doch hier. Ah, das ist die Schwester. Alles klar. Genau. Wie sieht es aus? Noch immer auf dem Weg. Mein Van hatte einen Platten. Warum ausgerechnet heute? Ist es nicht etwas spät? Wenn du nicht verhungerst, bis du dort ankommst? Ich werde es. Ist es schon in Roseburg vorbei? Ist schon an Roseburg vorbei? Nee, warum? Ich glaube, da war ein Diner in der Nähe von Roseburg. Die haben die besten Burger der Stadt. Du musst die testen. Ich könnte wirklich eine gute Mahlzeit gebrauchen, bevor ich einchecke. Danke, Kay. Diner. Okay. Tor D. Aber hier konnte ich nicht weitergehen, ne? Ah, ich kann auch ein bisschen schneller gehen. Viel einfacher. Tee rot und Kaffee schwarz. Schwarz wie deine Seele. Alles klar. Wie viel passt denn da rein? Wie viele Liter? Diese Tankstelle.
Schauen wir uns mal hier um. Schrott, hier steht Schrott. Bam, bam, bam. Ah, da ist der Diner da hinten. Alles klar, da fahren wir zum Diner. Das Ding, das würde joggen durchs Gras. Ein Liter, ja, das ist gut. Ein Liter. Ich sah das Restaurant, von dem Kayla mir erzählt hatte. Ja. Ja. Boah. Ich steige jetzt einfach mal hier ganz dreist aus. Ist ein Notfall, ich habe Hunger. Nee, warte mal. Es gibt von dem Hersteller zwar auch eine 1,5 Liter Kanne, aber die sehen nicht so toll aus, sondern stinklangweilig. Na gut, dass das deine nicht sind, ja. Das ist doch gut. Ist das mit 360 Grad Aufsatz? Ey, lass sie schmecken, Mann. Wie ist der Burger? Und wo gehst du hin? Ach so, ich kann da auswählen. Wie ist der Burger? Dieses kleine Stück Himmel, das hier ist wie mein Wochenendspot. Neu hier? Neu auf der Durchreise. Ich bin ein neuer Angestellter beim Ironburg Naturschutzgebiet. Na, ich bin auf der Durchreise. Dann wünsche ich dir eine sichere Reise. Danke, Mann. Der Burger ist schon groß. Moment mal, kann ich nochmal mit ihm reden? Ah, hier. Ich bin von der Roseburg. Dieser Ort ist sowas wie mein... Achso, ja. Ja. Ach, na gut, wenn ich das andere noch nehmen kann, mache ich immer gern. Da hast du doch schon bestimmt die Nachrichten gehört. Welche Nachrichten? Naja, vor ein paar Wochen sind 3 Kinder im Park verschwunden. Es ist überall in den Medien. Was ist da passiert? Weiß keiner. Der offizielle Bericht sagt, sie hätten sich nur verirrt. Aber das glauben tatsächlich die wenigsten. Sonst noch was? Es geht ein Gerücht herum, dass ein Monster sie geschnappt hat. Ein Monster? Du weißt schon, sowas wie Bigfoot auf ein Ohr. Was? Ohr ein? Oder ein Ziegenmensch. Die Leute glauben wirklich, dass hier sowas im Wald lebt. Gehen, ich soll dagegen. Glaubst du das? Glaubst du das? Viele Wanderer und Camper verschwinden in diesem Wald. Manche von ihnen bekommen... Was? Manche von ihnen kommen zurück mit Geschichten, denen man nicht glauben kann. Talkative. Talk to the person in the diner parking lot. Ah, Achievement. Nice. Gutes Gespräch. Richtig, die haben nämlich ein Wellenmuster. Ah, okay. Den Deckel muss ich dann zum Eingießen nicht aufdrehen, sondern der hat oben einen Druckknopf, den ich betätigen kann. Wenn du das meinst. Ja, manche kannst du ja nur
in eine bestimmte Richtung aufsetzen und andere kannst du wieder drumherum irgendwie aufsetzen. Und dann natürlich auch noch, dass du die gut ausschütten kannst. So, bei Horror Games muss man sich immer gut umsehen. Ah, hier ist wieder ein Haus. Okay, da auch. Aha, hier können wir mal reingucken. Hallo. Ja. Gehen wir mal rein. Ruhe. Eine Musik reicht. Außerdem möchte ich den Duft genießen. Hallo. Willkommen im Twin River Diner. Wie geht es Ihnen heute? Gut, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja doch, gar nicht so schlecht. Doch, gut. Nehmen Sie Platz und ich werde sofort bei Ihnen sein. Okay, danke. Sofort, hat sie gesagt. Na, wie geht's? Bitte lass mich in Ruhe. Achso, der macht erst hier sein Speiseritual. Okay. Aber hier können wir uns hinsetzen. Doch, natürlich. Gucken wir uns erst um. Eine lange Fahrt hinter dir, was? Wohin gehst du denn? Norden, für eine Lieferung und selbst. Ich bin ein Angestellter beim Ironbark Naturschutzgebiet. Einfach nur die Straße. Ja, ich mache erstmal das. Aha. 3 Punkte. Damit kann ich gar nichts anfangen. Mann, verdammtes Internet. Er hat zwei Seiten, die vorne sein können, und eine davon ist es immer. Also. Also stimmt es. Was den Kindern letztens passiert ist, können wir nicht wissen. Was? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Eltern sich fühlen. Das ist doch der größte Albtraum. Moment mal hier. Hallo? Ah, hier, was? Ich muss gehen. Gute Frau, können Sie sich hier nicht einfach ins Gespräch einmischen? Hallo? Wie ist das Essen? Wäre es okay, wenn ich mich hier hinsetze? Ganz schön langer Tag bei der Arbeit, hä? Ja, erstmal, wie ist das Essen? Er starrte mich nur an. Oh Gott. Er hat noch mehr bestellt. Aha. Er starrte mich nur an. Er starrte mich nur an. Okay. Hier können wir uns hinsetzen. Oh. Trash. Ah, ich würde gerne lieber so gucken, aber geht nicht. Oh. Okay. Es ist besser, wenn wir bei der Geschichte nicht zu sehr ins Detail gehen. Sehr gut. Grandios. Siehe Foto per PN. Alles klar, danke. Guck ich mir an. No, gut. Ja.
Schöne Bilder hier. Waffeln. Na gut, dann Moment mal, hier ist so dunkel. Ich setze mich hier hin. Hier ist ein guter Platz. Hot Food and Drinks. Boah! Ja, sie war sehr schnell gerade. Guten Abend, ich bin Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Ja, nein, vielleicht. Wo ist das vielleicht? Ich nehme ja. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Ach, hier die Schrift müsste man ein bisschen auseinander machen. Eine kleine Kritik. Hätte ich immer konstruktiv gedacht. Einen Cheeseburger mit Pommes, ein gegrilltes Käse-Sandwich mit Zwiebelringen, Fleischbällchen-Sub mit Chicken Nuggets, ja. Puh. Ja, ich nehme das gegrillte Käse-Sandwich mit Zwiebelringen. Wollen Sie etwas zu trinken? Große Cola, bäh. Kaffee? Nee, ich nehme Erdbeer-Slush. Erdbeerdrink, so. Perfekt. Noch irgendetwas? Das wäre alles, danke. Das wäre alles, danke. Super, ich bringe Ihnen das Essen. Sobald es fertig ist, geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Werde ich machen. Klingt gut, ich weiß es zu schätzen. Jo. Da weiß man manchmal nicht, ob das in dem Text zusammengehört oder ob das noch eine andere Auswahlmöglichkeit ist. Das ist so cool. Die gleiche habe ich ja schon länger in Schwarz. Ah, den Burger. Ja. Wow, da kommt sie schon zurück? Nein! Mit drei Soßen. Das nenne ich sowas. Mhm. Ketchup, Mayonnaise. Was ist das hier? Senf? Und Karamell. Niemand weiß es. Schwebender Toast. Ich dachte, dass eine Weile vergehen würde, bis ich wieder so eine Mahlzeit zu mir nehmen würde. Tintenfischringe. Schnurps. Kayla Nelson. Two text message. Now. Aber erst müssen wir was trinken hier. Slurpee. Oder was steht da? Burby. Naja. Stell mir vor, du sitzt im Restaurant und die ganzen Sachen fangen an zu schweben, während du die konsumierst. Hat er aber schnell getrunken. Oh wow, er ist aufgestanden. Er starrte mich nur an. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ja, es war super. Ja, wenn du am Verhungern bist und dann isst du irgendwas, was dir nicht ganz so gut schmeckt, dann ist es wie ein 10-Sterne-Menü. Wollen Sie noch etwas anderes oder soll ich Ihnen die Rechnung bringen? Oh, in die Rechnung, bitte. Okay, ich bin sofort wieder da. Hey, du kannst ja auch ein bisschen Zeit nehmen, ja? Du musst es ja nicht. Aber hey. Teleportation ist ja jetzt Standard. Oh, da kommt sie schon zurück. So geschmeidig, wie sie läuft. Wow. Hier ist die Rechnung. Ihre Zahlung ist 7,60 Euro. Zahle 7,60 Euro, zahle 7,60 Euro und gib 15% Trinkgeld. Zahle 7 Euro und gib 50% Trinkgeld. What the hell? Den Slushy hätte ich auch genommen.
Ja, also das muss jetzt wohl was sein. Wenn es denn einer sein soll, ja. Milchshake. Genau, das sieht ja eher nach einem Milchshake aus. Nein, das sind Zwiebelringe, mein Lieber. Ach, stimmt. Die sahen für mich wie Tintenfischringe aus. Die wollte ich wohl lieber essen, darum habe ich das gesagt. Das wäre der Hammer. So schnell wie das ging, mindestens 15%. Ich hatte mir eigentlich gerade gedacht, nur fürs Bringen Trinkgeld geben? Nein. Aber stimmt, du hast schon recht, ich war sehr, sehr schnell. Da will ich heute mal nicht so sein, ne? Hier, komm. Für ein schönes Eis. Aber 50 wäre zu viel gewesen. Ich hoffe, Sie genießen den Rest Ihrer Reise. Genau, ich bin dann auf der Durchreise. Danke. Gute Frau. Was? Du hast die Dips nicht genutzt? Ja, war ein schönes Erlebnis. Ich werde den Vlog bald hochladen auf die Tube. Da kann man das nochmal sehen. Können wir nochmal mit dem reden? Oh, Tatsache. Einfach nur die Straße runter. Nee. Ich bin ja mal auf die Gespräche gespannt. Also stimmt es. Ja, möglicherweise noch. Ich kann mir gar nicht mehr. Ja. Sagt er da nichts anderes? Ich gehe jetzt einfach nochmal sicherheitshalber durch. Die Eltern, ja. Albtraum, ja. Ich muss es wissen. Was? Was? Ich muss gehen. Da sagt er nichts mehr. Das finde ich nicht gut. Ah, mysteriös. Hallo. Wie er sich umdreht beim Kaffee trinken. Ah, ja. Der Kaffee läuft den Hals hinunter. Du siehst ein bisschen verloren aus. Müde. Ich bin auf der Durchreise. Naja. Gibt es echt guten Kaffee, falls du Lust darauf hast. Also, wie du siehst, hole ich mir normalerweise ein Vanille-Latte. Aha. Wohin geht's? Geht dich absolut gar nichts an. Oh, das ist toll. Ich wusste gar nicht, dass es diese Jobs noch gibt. Was machst du? Bank? Ja! Ich hab's gewusst. Ich arbeite in Finanzen. Ich bin ein finanzieller Analystmann. Sehr schön. Eine große Firma in der Stadt. Das hört sich interessant an. Mögen du ihren Job? Magst du deinen Job? Deine Tätigkeit? Ja, es ist herausfordernd, aber ich hab Spaß. Es hält mich auf Trab. Das steht fest. Das ist echt beeindruckend. Ich glaube nicht, dass ich sowas hinbekommen würde. Es ist nicht für jeden, das steht fest. Aber ich finde es sehr erfüllend. Ja, das freut mich für dich, dass du da Erfüllung findest. Das ist gut. Guter Kaffee, bin ich immer dabei. Ich sag dir dann, ob es stimmt oder nicht. Die Dims sind nur ein Deko. Einfach dazu. Mögliche Soßen. Vanille-Latte. Wie heißt der andere? White-Latte? Ja, ist auch ganz angenehm zu trinken. Ach, okay, dann sagt er dasselbe. Naja, gut. Ja, mag sein, es kann schon echt anstrengend werden, aber ich mag meinen Job. Das ist gut. Und jetzt machen wir mal das. Und jetzt mache ich, geht dich gar nichts an. Daneben nicht. Ja, gutes Gespräch, danke.
Können Sie mir die Toilette zeigen, ja? Genau dort drüben. Was, wo hatten die jetzt hingezeigt? Hinter sich? Oh, die Toilette ist doch in meiner Richtung. Vielen Dank. Halt, Moment. Es ist ziemlich ruhig hier. Ja, das ist schon eine Weile so. Seitdem die Autobahn diese Stadt umgangen hat, geht es ziemlich langsam voran. Ach, das ist ja blöd. Das ist schade, es scheint ein schöner Ort zu sein. Früher war das so, aber die Zeiten ändern sich, nehme ich an. Okay. Ne, Moment, sagt sie nochmal dasselbe? Tatsache. Tschüss. Ja, das war doch lecker. Warte mal, die hat mir doch jetzt nochmal geschrieben, ne? Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch gerade am Essen. Es ist so lecker. So lecker. Hab's doch gesagt. Hey, das Essen erinnert mich an etwas. Du sollst mir doch das Rezept für den Auflauf schicken, über den du geredet hast. Ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, in die Kunst des Kochens einzutauchen, wenn ich beim Ausguck bin. Wow. Ja. Bin auf dem Weg nach Hause. Schreib dir gleich zurück. Tolle Schwester. Gut, also müssen wir noch ein bisschen weiterfahren. Was zum... Ey, ich hatte die Tür zugemacht. Wieso ist die auf? Ach, die ist aufgegangen, weil der Sensor... Ja, okay, gut. Trotzdem mal checken, man weiß ja nie. Die Badezimmertür war komischerweise... Oh, no. Oh, ich dachte jetzt echt, dass weil ich hier rüber gegangen bin und die Markierung mal an, dass ich das geöffnet habe aus Versehen. Es ist jemand auf meinem Klo. Was zum Geier, ey. Na toll. Jetzt fahre ich mit dem Monster hier einfach um die Welt. Das müde hast du schon beim ersten Mal. Ja, ich drücke alles doppelt. Eine Kanne mit heißem Maracuja-Tee und eine Tube Honig hinstellt. Ja, du musst aber den Honig in den Tee machen. Und dann wird geschlürft. So, fahren wir los. Dann gucken wir mal, ob wir zum Tor D kommen. Und dann der Typ davor steht. Oh, was ist denn das für ein Geräusch? Das ist furchtbar. Ich war nicht besonders stolz auf meine Fahrweise. Ja. Ja, ich würde schon mal denken, Episode 5 kommt im Januar oder so. 8.02 Uhr. Abends, wie man sehen kann. Boah, der Stil ist schon cool, ja. Das ist schon. Ich möchte die Lage von diesem Park angeben. Aber ich möchte nicht, dass jemand den blanken Horror in diesem Wald so erlebt, wie ich ihn gesehen habe. Aha. Ah, hier ist auch noch ein anderer Wagen. Campingwagen. Oh, 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 oh. Autsch. Warte, ich will ein bisschen begradigen. Das klingt ja furchtbar. So, besser als nichts. Oder das ist der Typ, der den Burger gegessen hat, obwohl der stand an seinem eigenen Auto.
Ich kann das Licht gar nicht ausschalten bei mir. Warning. Parking by permit only. Okay. Ist immer schon mal gut, ein bisschen die Umgebung sich anzuschauen. Ja, der kommt dann in der Tasse in den Tee. Ja. So, was haben wir hier Schönes? Ironburg State Park. Welcome, Gatey. Okay, sind wir richtig? Washington State Parks. Cold Creek Trail. Ironburg River Viewpoint. In die Blüme. Hallo? Ne, Moment mal, ist hier noch irgendwas? Missing Person. Senita Williams. Hugh Jasmine. Hugh Jackman wollten sie wohl schreiben. Missing Person. Was? Britney Spears? Britain. Ja, okay, das ist gut mit dem Namen. Senita Williams. Meint ihr eigentlich Samantha oder was? Ja, das ist ein guter Witz. Ach ja, Humor ist was Feines. State Park, oh, geschlossen. So, hier muss ja noch der Wächter sein oder so. Was haben wir hier noch? Kann ich nicht lesen. Hallo. Wow, alter Schmier. Ich hab's schon geahnt. Ach du heilige Macaroni. Du hast mich erschrocken. Ich dachte, du wärst einer von denen. Du hast mich erschreckt. Einer von wem? Was meinst du? Du hast mich erschreckt. Möge Gott Gnade haben. Ja, wie er sich freut, dass er mich erschreckt hat. Wie auch immer. Kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Ach, hier die ID. Ich bin kein Camper. Camper. Du bist Billy. Richtig? Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Mir wurde gesagt, hier zu melden. Stimmt das? Ich wusste nicht, dass wir Leute diese Saison einstellen. Warte, lass mich das überprüfen. Zum Glück kam er gleich mit der Knarre. Wo kam der eigentlich her hier? Ja, hier hat er mich beobachtet. Wahrscheinlich. Damn. Okay, Kumpel, du kannst gehen. Du bist bei der Feuer. Du bist bei Feuerturm 11 eingestellt. Aha. Ich entschuldige mich für das Missverständnis. Ich dachte, dass der Turm für diese Saison unbesetzt wäre, aber hier sind deine Schlüssel. Tada! Schlüssel. Tower Key. Lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Danke. Klar, in Englisch macht einiges natürlich ein bisschen mehr Sinn. Aber wir sind ja ein deutscher Streaming-Kanal mit Tendenzen ins Englische. Das dürfen wir nicht vergessen. Tower Key. Wow. Da du so spät ankommst, brauchst du vielleicht auch diese Taschenlampe für den langen Weg zu deinem Turm. Danke dir, Billy. Ich dachte schon, ich brauche eins. Du, sei vorsichtig. Nimm das. Ist auch gut. En garde. Taschenlampe nehmen. Danke, guter Mann. Willkommen in Ironburg, Kumpel. Nun für unsere Gründe. Wenn du bei deinem Turm bist, mache bitte einen Wetterbericht von deinem System aus, sodass wir wissen, dass du sicher angekommen bist. Wetterbericht? Okay. Wenn es der Fall sein sollte, kannst du dich an Turm 12 während deiner Arbeit wenden. Ganz netter Typ. Er wird der nächste Kontakt im Falle eines Notfalls sein. Du hast einen guten Tag. Danke dir, Billy. Zum Werfen, zum Verwenden. Ja? Hey. Nur ein Ratschlag.
Geh nicht weiter als eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Warum? Gefährliche Wälder in den Richtungen. In der Richtung Kumpel. Wilde Katzen und Bären. Böses Geschäft. Verstanden. Ich dachte, er wollte mich bloß erschrecken, aber er sah todernst aus. Okay. Okay, Billy. Ich hoffe, du lebst noch später. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Da ist seine eigene Maschine hier. Gut, bis später. Vielleicht. Ach, ja, da aufgemacht. Power 11. Das ist schon wieder so einfallslos, dass es schon wieder genial ist. Ja, das ist der Trick. Schnapper. Geahnt und doch erschrocken. Böser Tweety. Ich wusste das, es war so. Und dann zack. Ich dachte immer so, in welcher Ecke kommt er denn her? Teleportiert. Designated access. Food trail. No bikes. Only horses. Stay on the trail. Or you die. Ich ließ meine Tasche erstmal im Wohnmobil. Ja, mit irgendjemand, der in deinem Klo sich verbarrikadiert hat. So, wir joggen mal wieder. Wieso kann ich hier nicht weitergehen? Hallo? Du willst nicht, dass ich in den Wald. Wie verwende ich? Ich verwende das Ding doch schon. Habe ich das was überlesen? Und sieht nicht so aus jetzt. Dahin ist irgendwas, aber wieso komme ich jetzt hier nicht hin? Tower Key? Hä? Kann ich nochmal mit ihm reden? Billy! Ah, der spielt schon wieder Tetris. Hm. Hat er nicht gesagt, ich lasse meine Tasche erstmal im Wagen? Habe ich das nicht gerade gelesen? Ich ließ meine Tasche erst einmal im Wohnmobil. Ja, siehst du? Ja, aber wieso kannst du denn hier nicht weitergehen? Da kommt doch bestimmt irgendwas. Ist da irgendwas hier hinten? Okay, irgendwas stimmt ja nicht. Ich muss mal zurück zum Mobil. Das kann nicht sein. Ich bleib doch auf dem Weg. Tetris ist gut, Tetris ist cool, Tetris ist cool. Ja. Kann ich auch nicht rein. Na, was ist denn da los? Wieso steht meine Tasche jetzt wieder hier?
Schon wieder? Habe ich nicht ein Fenster auf der Seite? Kann ich mal gucken? Ich kann niemanden sehen. Gut, ich nehme jetzt mal die Tasche mit. Vielleicht komme ich jetzt weiter. Vielleicht ist das bloß ein Übersetzungsfehler. Weil, wie gesagt, kann ja sein. Dann gehe ich jetzt einfach mal. Durch. Ah, siehst du, daran lag's. Es war eine lange Wanderung und langsam fing es an, kalt zu werden. Oh, okay. Bin ich jetzt hier? Ah, okay. Tower 11, was ist Frequency? Power. Oh, schön. Kannst du dich akustisch orientieren? Ah, da ist er. Oh, hier sind Bären. Bleib trotzdem mal auf dem Weg und guck mich einfach nochmal um. Ah, hier ist schon Schluss. Ist hier ein Bär? Ah. Sieht nur so aus. Taschenlampe ist schon wichtig. In einem Feuerturm zu leben ist kein glamouröser Job. Ah. Kanister. Meine Hände waren voll. Achso. Okay. Müssen wir dann nochmal hier runter? Für Ausrüstung. Streichhölzer. Was ist das für riesige? Das sind ja gigantische Streichhölzer. Vor Wildtieren, ja. Okay, lassen wir es mal aufschließen und hochgehen. Für hier. Okay, ich kann nicht springen. Ich stieg die Stufen zum Turm hinauf. Ja, das wurde der Kollege da drüben. Wenn du einmal oben auf dem Turm bist, ist dein Job nach Feuern oder ungewöhnlichen Ausschau zu halten. Okay. Moment mal, ich hab dir doch Trinkgeld gegeben. Aber wahrscheinlich musst du alles geben. Ha, ha, ha. Wo sind jetzt hier die Türen?
Die Luft der Kabine duftete nach Holz, gab mir ein beruhigendes Gefühl. Ja. Okay. Meine Hände waren voll. Ah, hier. Zack. So, jetzt haben wir die Hand frei. Ja. Zack. Streichhölzer. Mhm. Die Fungusrüstung stand auf einem Holztisch. Sie war mein Hauptmittel zur Kommunikation. Okay. Wieso hast du jetzt ausgemacht hier? Achso, weil er gelesen hat. Naja. Habe vergessen, den Generator zuerst einzuschalten. Achso, ja. Hm. Ironbark Fire Department. Dosen. Osborne Firefighter, ein riesiger Kompass in der Größe einer Pizza. Das ist auch gut, ja. Mhm. Ja, warte mal, aber das ist ja alles nur für unten. Ja. Oh. Oh, das ist sogar gefüllt. Ja. Oh, wir können wieder so gucken wie bei den anderen Teilen. Hä? Ach so. Ja. Das ist schon irgendwie unheimlich. Also hier ist der andere. Super. Aha, okay. Ja. Das heißt, hier haben wir nochmal einen. Muss ich das hier nicht mitnehmen? Das ist eigentlich jetzt leer. Ja, das ist besser. Muss ja nicht auslaufen. Ah, okay. Na gut, macht jetzt nicht ganz so viel her. Jetzt hier bei na ja, okay. Das können wir schon mal mitnehmen. Wait, Moment mal. Ach, hier lag schon eins. Na, na gut.
Static. Aber ich kann ja gar nichts einstellen. Oh. Rainbow 98 Professional. Mhm. Check the Ironbark Rules Flyer. Okay. Was ist das? Flyer. Bekomme ich hier Licht? Ah ja. Iron Bomb. Ah, okay. Und wir sind drin. Es war heute wieder herrlich. Ich habe mit einer über einiges gefachsimmelt und andere haben uns nur angesehen. Jetzt hätten wir nicht mal alle Tassen im Schrank oder so ähnlich. Was habt ihr da für ein Thema gehabt? Hey, was reden die da? Hallihallo, ich bin Smiley, ihr geschätzter virtueller Assistent hier, um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Computer rauszuholen. Ah, Büroklammer. Okay. Wie kann ich Ihren Tag verschönern? Überraschung, Sie haben mich gefunden. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Guten Abend, Turm 11. Wie läuft? Tag bisher. Klicke die Klick. Hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Der Mount Everest, der weltweit größte Berg, wächst aufgrund der tektonischen Plattenbewegung jedes Jahr in die Höhe. Und das um etwa 0,6 cm. Klicke die Klick. Hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Honig verdirbt nie. Archäologen haben Krüge voll mit Honig in ägyptischen Grabstätten gefunden. Sie sind über 3000 Jahre alt und noch immer vollkommen genießbar. Oh, das ist sehr lecker. Konsolen, Computer und alles alte Betriebssysteme. Ha, sehr schön. Naja, die Unterschiede. Woran denken Sie heute? Gut. Employee Training. Welcome to Ironbark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say congratulations. You have been commissioned by the Ironbark Fire Department to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Established in 1897, we have been known as one of the safest parks in America. We hope you can keep it that way for many years to come. This training video will ensure that you work to the best of your abilities.
You've been selected as one of our fire lookout observers. This is a truly rewarding job which requires many hours of hard work. You will be working in our state-of-the-art lookout towers. And the following is a list of responsibilities you will have. Keep watch for fire. Fire isn't going to be noticeable all of the time, so also keep watch for smoke. Make sure to know what color the smoke is. It may be crucial information. Fires are best stopped before they spread out of hand. Keep records of daily temperature. When the temperature rises, it is best that we have those recorded. The science nerds at the Panoramic Preservation Society require us to note all changes in temperature. We think it's best not to get into a lawsuit. Keep records of daily wind speed. Wind is a big factor when it comes to fire. Use the anemometer to scientifically gather the data. After collecting the data, input it into our state-of-the-art service reporting form. This is a highly complicated form, often used by NASA employees. So don't be too ashamed if you can't figure it out at first. You have the privilege of using such a form. Keep campers out of unregistered campgrounds. The campers might start a campfire which could lead to a wildfire. They will not always listen to authority, so take precaution when escorting them. Make sure to know whether the person is a threat. If you're worried about your safety, do not hesitate to dial 911. Keep maintenance of the park. Make sure the park is kept clean. We have a status to uphold. Now that you know most of the duties that a fire lookout has, you're ready to start. We hope that you have a great season out there on the tower. Try not to damage any of the equipment. And remember, if you see smoke, don't joke. Call the authorities and notify them of the predicament immediately. Top of the morning, complete watching the employee training video. Nice. Das ist aber die einzige in der Tagesstätte, mit der ich mich darüber unterhalten kann. Ah. Darüber unterhalten kann, ja. Zum Beispiel, dass bei der Box angeblich Updates speziell nur für die aktuelle Generation kommen, die es aber auch auf der letzten gibt. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ich lese davon, dass was für die kommt und bekomme das aber auch auf meiner. Also Konsolen-Updates, ja. And we are back. So how do you feel about being a plant? Do you moisturize? Fascinating. What do you do for a living? Uh-huh. Yeah? How does that work? Wow. Everyone's been wondering, how's the marriage with the wife? Sir. So eine Eins von vielen Themen, okay. Habt ihr mal was zu unterhalten, ist so gut. Calm down. What did you just say? Nobody talks to me like that on my show. What the f*** did you just say? Get over here, you piece of shit. Naja, die Pflanzen, ey. Hi, everyone. I'm Ron Ross, and I'm here to paint with you. Today, I got some cool paint. This is something called testicular green. It reminds me of my wife. I love my wife. Anyways, a little water there. Time to switch brushes. Oops, that's the wrong brush. That's my needle. I'll save that for later. Ah, there it is, the basting brush. This brush is really great for painting in those details. I think I'll put a little tree here. This is where I buried the bodies. You know what would look good here? Was? Die Körper von... Reminds me of when I had an affair with my wife, with a squirrel. Enough about me.
Let's read some fan mail. Sent in by you guys. Eviction notice. Forget the fan mail. We'll be right back after this commercial break. Aha. Nein, so viel Thema. Sie wurden praktisch in einem Spieleparadies, was das betrifft. Zurück bis so richtig. Richtig alt. Aha. Toll. Die Katze. Spider-Cat. Die Dämonenkatze. Aha. Oh, das Game im Game. Wow. Alter Schwede. Yeah. Headshot, so wie bei Mortal Kombat hier. Also, ey, was zum Geil? What? Wieso hat er das ausgehalten? Oh Gott, ich kann nicht schießen. Oh. Explodiert das hier? Ja, die Schrotflinte nur. Oh shit. Nein, nein! Oh. Nochmal. Hey, die verletzt mich ja gleich am Anfang. Das ist scheiße. Nee, so kann ich das nicht machen. Genau, mit Erfolg. Kille mindestens 1 Million Zombies, selbstverständlich, ohne zu sterben, ja. The hell. Huch. Ja? Ich denke, der war tot. Bewegen sich viel zu schnell.
Ja, manchmal geht's. Vor allem nicht, wenn die einfach aus der Wand kommen, ja, genau. Hier, ich treff gar nicht hier, das ist doof. Du musst extra richtig nah. Headshot. Oh, das ist explosiv hier. Komm ich denn hier raus? Hä? Oh, was war das für ein Zwischengang? Moment. Ah. Das ist eine Abkürzung. Oh shit. Ist schon witzig, ja. Hier, ich hab keinen jetzt in den Kopf getroffen. Oh Gott, ey. Hä? Oh, wo sind die hin? Was sind das für Gänge hier? Gibt's irgendwelche Upgrades? Oh. Oh Gott. Das ist ein Kaugummiautomat, 2B. Das explodiert ja gar nicht. Und das ist mir doch keine Hilfe, sowas. Was ist das? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kann ich hier nicht aufmachen? Immer schön auf den Kopf zielen, ja. Okay, die liegen dann alle noch hier, aber irgendwo müssen noch die anderen sein. Ich höre doch immer welche. Eigentlich sind Zombies bereits tot, vergiss das bitte nicht, ja. Normalerweise müsste es ja explodieren und ich hätte einen weiteren Weg, aber... Naja, gibt es Pizza. Kann ich hier... Medizin? Kann ich mich heilen? Das gibt's doch nicht. Ich will die ganze Zeit, aber finde keinen. Aber geht's?
So geht's. Sind doch 3, 4 noch irgendwo hingegangen. Das kann doch nicht sein. Also ich hätte echt gedacht, man zerschießt das und hat dann neue Wege. Oh, ich kann mich nicht heilen, kannst auch nichts aufnehmen. Schade. Nee, also komme ich jetzt irgendwie nicht weiter. Bin wieder hier. Ich dachte echt, ich muss nochmal hier runtergehen, aber. Na gut, was auch immer. Naja, ich kenne deinen Namen noch nicht. Wie heißt du? Wer ist da? Ich bin Connor, Feuerturm 12. Ich habe dein Licht gesehen. Ich habe gedacht, ich würde hier draußen alleine sein. Du bist nie alleine in diesen Wäldern. Ich musste deinen Bereich abdecken, bis du kommst. Danke, schätze ich. Also? Dein Name? Oh, er ist Jack. Jack Nelson. Wie auch immer. Das bringt dich in unseren Turmparadies. Ich bin echt müde. Ich suche nur nach Abwechslung. Ich wurde umstationiert von Iron Horse. Ein erfahrener Kamerad. Ich verstehe, warum Hitch dich ausgesucht hat. Mitch, nicht Hitch. Bin echt müde. Hast du ein Feuer an? Nein. Mach ein Feuer. Die Temperatur ist kurz davor zu fallen. Du wirst dich zittern im Turm sitzen. Alles klar, danke. Okay. Das müssen wir hier richtig eintragen, was? Tatsache. Herzlich willkommen bei der hochmodernen von Ironbark HQ entwickelten Software für Serviceberichte. Messen Sie die Wetterbedingungen mit der Ihnen zur Verfügung gestellten Ausrüstung und zeichnen Sie so genaue Daten auf. Diese werden zur Auswertung an die Zentrale gesendet. Aha. Hier ist die Karte des Ironbark State Parks. Egal, ob Sie eine Wanderung planen oder dabei helfen, anderen dabei helfen. Oder einfach nur die Schönheit des Parks komfortabel über das Display erkunden wollen. Stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ah, hier sind wir. Das ist der Alte. Rainbow. Kann ich nichts angegeben? Ne, dann halt nicht. Ich sehe keinen Rauch. Hast du es schon angezündet? Der Holzofen sollte beim Eingang stehen. Zünd ihn an. Es gibt kein Feuerholz. Kein Feuerholz? Es muss viel davon in der Hütte geben. Das ist alles von Harley. Harley? Der Mitarbeiter, der vor dir hier gearbeitet hat. Sie war eine harte Frau. Wie auch immer.
Du solltest dir bei diesem Sturm lieber ein Feuer machen. Benzin muss in deiner Hütte sein, aber wenn nicht, kannst du immer etwas aus dem Lager nehmen. Ja. Ja, genau. Ich steh mal auf. Jetzt habe ich das natürlich runtergeschafft. Ich glaube, zwei Sachen kann er ja eh tragen. Osborne Feuerwehr, also. Hey. Ist schon ganz schön weit weg. Bin auch echt müde mittlerweile. Ja. Also ich denke mal, dass jetzt noch nichts passiert, sondern erstmal so über die Nacht. Na toll. Das müssen wir ja auch irgendwann holen. Ich muss vorhin Abend einen Bericht schreiben. Ah, ja. Achso. Hä? Achso. Nee. Moment mal. Wieso kann ich kein Feuer anmachen? Um scheint echt eine Ruhe auszustrahlen, zumindest für Tiere. Ich hatte heute die Arme voll völliges Energiebündel. Als ich einfach nicht zur Ruhe kommen wollte, was erst auf mir gelang. Was zur Ruhe. Ja, auch nicht schlecht. Kann ich denn jetzt hier kein Feuer anzünden? Ich dachte, ich kann hier nochmal schütten und dann anzünden. Nichts markiert, keine Ahnung. Ach, hier ist das Ding auch. Hm. Aha.
Wieso kann ich kein Feuer machen? Da hinten ist der andere. Zwölf Wochen schon sieben Kommandos? Boah. Das ist toll. Das zoomt jetzt auch nicht so stark. Gibt es bestimmt Stellen, wo man sich was angucken muss. Ich kann nichts sehen. Ja, aber wie denn? Ich kann es gar nicht anzünden, das Ding. Hä, ich habe das Holz drin? Weder da kann ich nicht. Hab ich das schon probiert oder ist das was anderes? So, mit der typischen Aufmerksamkeitsspanne eines Welpen, aber die klappen alle mehr oder weniger. Das ist eine, die wahrscheinlich ihr Leben lang gefuttert werden muss. Und ich muss sagen, dass ich persönlich noch keinen Hund kennengelernt habe, der so schlau in dem Alter was stubenrein ist. Oh, toll. Sie lernt einfach nicht, dass Balkon zwar draußen ist, wird aber nicht futtern darf. Muss man das noch mal trainieren? Müsste gehen. Office? Bericht. Ich habe keine gesehen. Ich nicht eher.
kann ich denn die Temperatur? Wo habe ich jetzt Temperatur? Achso, hier.
Null, weil ich keinen gesehen habe. Geht nicht. Mann, was denn da? Mist. Ja, was ist los? Aber was fehlt denn da? Komm, mach zu hier. Ja gut, das mit dem Feuer war ein wenig seltsam. Ja, okay. Ladeschleife. Wow. Kann ich eigentlich den Pfad gehen? Ja, den hier. Nicht weitergehen. Hm.
Gut, ich habe keine Ahnung mit dem Bericht, was jetzt hier nicht stimmt. Ich kriege auch keinen Hinweis, außer dass irgendwas nicht normal ist. Was? Ich sehe keinen Rauch. Sie sehen ja keinen Rauch. Es geht ein paar Sekunden wieder. Ewig laden und dann. Und das immer wieder. Ah, so ein Mist. Ich sehe doch hier niemanden. Ja, na gut. Sieht denn der keinen Rauch? So ein bisschen Feuer machen. Naja. Also doch so schnell in 2 Stunden hier durchspielen, das klappt nicht beim ersten Mal, weil irgendwie dockt das dann doch zu sehr. Was? Okay, klar.
Ah, gut, das geht. Ja. Ah, hier hinten ist Tower 12. Also irgendwie. Das kann doch nicht sein. Warum ist der Rauch weg? Das hat er doch gesagt, dass es geht. Was ist denn mit diesem Bericht los, ey? Ja, also pff. Ja, das hatte ich davor auch schon. Mann, was ist denn der Fehler hier? Ich finde das gerade gar nicht. Naja, was soll's. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal gucken. Achso, die Karte ist so eingebettet. Na gut, gehen wir von den Dedis hier an dieser Stelle. Mache ich jetzt aber dennoch jetzt mal eine Beendigung. Also, ja. Erster Eindruck zieht sich auf jeden Fall durch. Zu den anderen Versionen, die wir vorher im Livestream hatten, Fears to Fathom. Und ja, von der Geräuschkulisse, na, die Sounds, die Figuren, Gespräche, das hat immer noch denselben Charakter. Aber jetzt hier so ein bisschen dieses, geht das und ja, müsste eigentlich funktionieren und ist dann doch anders. Das dämpft das Ganze so ein bisschen. Ich weiß aber nicht, was hier fehlt. Vielleicht ist eine Stelle zu niedrig, zu hoch. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen ausprobieren. Ja, die Situation hier oben, das dämpft das Ganze, wie gesagt, für mich schon ein gutes Stück. Aber. Und ich habe jetzt auch gar keine gesehen, die irgendwie rumgelaufen sind. Oder dass man sagt, hier, guck an die Stelle. Oder die Kamera führt ein bisschen mit hin. Naja, müssen wir mal gucken.
Aber ansonsten. Gut. So lasse ich es als Wortlaut erstmal stehen. Den Ersteindruck. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht entdecken wir doch noch was oder durchdenken. Eine andere Funktion zu nutzen. Ja, jetzt geht es mal, wie gesagt, weiter. Game of Thrones, das war es jetzt erstmal. Fears to Fathom, Ironbark, Lookout. Und wie gesagt, im Laufe der kommenden Streams werden wir dann am Ende 9 Horror-Games gespielt haben. Ich freue mich sehr drauf. Die hatte ich alle schon eine Weile auf der Wunschliste. Mal sehen, wie sie sind. Ja, ich freue mich drauf. Gut, okay. Dann hier, man sieht es schon im Bild. Angenehme Nachtruhe. Vielen Dank fürs Reinschauen. Eris, danke dir fürs Mitschwingen am Turm im Wald. Und ja, ansonsten schaut es euch später mal mit an oder dann vielleicht auch nochmal auf der Tube. Klickt da mal auf die Links, die gar nicht vorhanden sind und doch da sind. Viel Spaß da und ja, ansonsten mal Kommentar zum Spiel. Wäre mal interessant, was ihr zum ersten Druck selber sagt, beziehungsweise schreibt. Okay, das war's jetzt. Angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Gamer von den Ladies mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Dankeschön, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.